Im letzten Part habe ich es angeteasert, Gordon wird sich heute uns stellen müssen. Der hat nämlich die Macht vom Bowser erlangt und daher jo, wird er einiges auf dem Kasten haben. Was hat er denn für Besonderheiten? Es brennt, der Boden verursacht schweren Schaden. Diese Riesenverwandlung von Gegnern. Das heißt, wir können... Wer hatte das noch schnell? Verhindert Schaden durch Feuerböen, das wäre auch eine Alternative. Aber nee, wo waren... Der eine, der komplett... Die da, ne? Genau. Müssen wir zwar umdesponieren, weil wir zwei Slots brauchen. Aber das sollte hoffentlich schon so gehen. Wir beginnen mal mit Sheik, der darf den Einstieg heute ganz gerne machen, hätte ich gesagt, ne? So, und ich glaube, es wird öfter vorkommen, in diesem Lavaschloss, dass die Böden volle Lava sind. Denn das ist ja auch logisch. Okay, der hat da schon... Ja, Spawn halt unter Bowser. Und da hat er uns weggebasht. Und zur Todzeit, 2-3 Parts. Also, kann sein, dass ich wieder schwächeln, weil ich habe nicht geschlafen. Aber war ja nur ein Einstieg. Wir können das alles ja noch richten. Ne, vielleicht mal normale Angriffe machen, nicht immer nur Smash. Ja, okay, hier. Hat das jetzt nicht so gut geklappt. Aber wir bekommen schon mehr Schaden und er trickst uns aus. Verflixt nochmal. Er hat uns einfach ausgetrickst. Ich glaube, der ist nur Profi, ne? Nur. Normalerweise sind Profis ja nicht so schwer. Aber der da will er noch mal einen drauflegen, wie es ausschaut. Okay, jetzt läuft schon besser. Jetzt läuft es nämlich schon viel besser. Und weg ist er noch nicht. Jetzt ist er weg. Okay. Hat seine Eingewöhnungssache gebraucht. Auf 99 Evolution möglich. Ja, ich glaube, das ist bei vielen Pokémon so, ne? Oder bei allen Pokémon. Das kann ich mir nämlich ganz gut vorstellen. Wir haben leider, glaube ich, nicht so viele Snacks mehr, damit man den auf 99 bringen kann. Wir können aber gerne mal schauen, was der denn so drauf hat. Dann können wir den gerne mal ableveln. Da ist er. Das steht extra unten, wenn eine Evolution möglich ist. Okay, aber dann nicht bei allen Pokémon, ne? Wie ich das sehe. Okay. Und was kann der gut? Gut, der hat... Ja, okay. Das heißt, Stats sind jetzt auch nicht gerade die besten. Na gut. Sind jetzt auch überhaupt nicht hochgelevelt, ne? Wir machen mal was. Okay, für euch, ich level den mal komplett hoch. Das ist richtig die Verschwendung. Das kriege ich nicht einmal mehr hin. Wir haben ihn! Aber auf den Snack genau. Möchtest du diesen Geist zu einer höheren Form evolieren? Bei der Evolution wird dein Geist mächtiger und hält eine Gabe, wird jedoch auf Level 1 zurückgesetzt. Jetzt habe ich ihn gerade auf Level 99 bekommen. Okay, aber wir schauen uns mal an. Er bekommt eine Gabe. So, ich kenne natürlich nicht, ich kenne halt leider nicht die... es ist eine Ass jetzt, das finde ich geil.
Ich kenne leider zwar nicht die Evolution von den Pokémon, aber ich denke mal, dass Proto Gordon wird da schon drauf sein. Feuer Explosionsabwehr. Der bekommt auch, der kann auch eine Evolution haben. Boom. Dann ist das nicht nur bei Pokémon so. Aus was entwickelt der sich denn bitte? Das würde mich ja mal interessieren, ne? Aber okay. Lassen wir es mal bei dem. Wissensbaum. Zeigt er mir was an, aber wir haben da glaube ich schon mal was abgegradet. Ja gut, weil man das upgraden könnte. Aber ja. Da haben wir gesagt, wir sparen und deshalb schauen wir mal, was da in der Kiste ist. Zwei Riesensnacks. Die hätte ich vorher gebraucht. Die hätte ich vorher gebraucht. Leon oder Lion, wie man ihn auch nennen mag. Ah, der Bastangriff, ja perfekt, ne? Gut, dann machen wir gleich so. Riesenverwandlung. Obwohl Feuerschutz da jetzt, glaube ich, überhaupt nichts bringt. Das ist eine Riesenverwandlung. Ist der in der Normalform winzig? Das finde ich ja lustig. Ja, wenn du das magst, mache ich das auch. Ich meine. Ich meine, cheaten kann ich auch, ne? Dieses Schaf da hinten macht mich nervös. Mann! Was willst du jetzt? Ja, genau, als ob ich den nicht getroffen habe. Aber jetzt ist er draußen. Aber jetzt kommt Ridley! Stand davon was in der Info? Wahrscheinlich rechts oben bei den Icons, ne? Lol, das ist jetzt eine derbe Überraschung, aber der ist genauso lame wie den letzten Assen, den wir besiegt haben. Und er fällt einfach runter. Okay. Ja, wir haben hier im Lavaschloss auch schon eine Legende stehen. Den zu besiegen, das könnte durchaus anspruchsvoll werden. Da oben ist schon der Boss. Aber ne, 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 ne. Wir wollen nicht voreilig sein, ne? Wir wollen zumindest mal. Ah, da waren wir schon drin. Wir wollen zumindest mal die Juniors und die Profis abhaken. Die Assen weiß ich noch nicht, was ich davon halte, ob ich die probieren soll. Aber die Legende, ne, gegen den Glurak spiele ich nicht gern. Aber da drüben gibt es. Ah, ich glaube, ich muss an den Assen vorbei, ne? Ich muss an den Assen vorbei, um darüber zu kommen. Kann ich hier die Karte größer machen? Nee. Schade. Okay, dann hätte ich gesagt, weil da hinten kann man noch den Charakter freischalten und deshalb versuchen wir uns mal an diesen Assen, an Roy. Kritische Gegnertreffer fallen manchmal super stark aus. Der Gegner heilt sich fortlaufend. Das ist was, was mich nicht anspricht. Das ist ja toll, der wählt einfach keinen Sub-Geist aus. Sowas ist egal. Tempo hoch. Tempo niedrig. Die macht gar nichts. Was kann ich hier machen? Warte. Was mache ich hier? Gut, dann nehmen wir halt den da und das stärkt Spezialstandard. Der kann sich fortlaufend heilen. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Erhöht Ausdauerkämpfen, die eigene Ausdauer. Ist aber kein Ausdauerkampf, ne? Ja gut, dann können wir halt eh nur die nehmen.
Kämpfer, glaube ich, bleib. Ich glaube, ich bleib bei Sheik. Den habe ich halt am besten drauf und ja. Muss ich jetzt schauen. Vielleicht geht's so gut wie beim letzten Mal. Ich bezweifle es einfach, weil da war Mewtwo war es, ne? Der war dann schon echt billig. Aber okay. Aber wir sind schneller, oder was? Stand davon was? Stand davon was in der Info? Dass ich runterfall, da stand, das kann man sich auf jeden Fall denken. Dann erniedrige ich aber mein Tempo. Oder ja gut, durch Metal Sonic erhöhe ich mein Tempo logischerweise. Ja gut, aber das stört mich jetzt theoretisch. Das heißt, wir nehmen die. Und den da. Warte, mit Arme. Aber wenn ein Schwertangriff zählt das nicht, oder was? Weniger einfach Nahkampf das. Obwohl, das ist wieder alles. Ja gut, man kann es probieren. Es sind zwar zwei Slots, die darauf gehen, aber man kann es mal probieren, oder? Man kann den natürlich die ganze Zeit zu besiegen, aber ich glaube, da habt ihr was dagegen, ne? Aber ist mir theoretisch wurscht. Kann ich mich auch? Gibt's auch irgendeinen Geist, der mich auch durchgehend heilen lässt? Dazu müssen wir, ne? Wir müssen den da drauf locken. Aber wenn sich Sheik nicht retten will, ich habe keine Ahnung, was da jetzt los war. Also das ist schon kurios, wieso der jetzt gestorben ist, aber ja gut. Ist halt so gewesen, passiert, wie auch immer. Gibt das Schild hier. Okay. Geht bisher jetzt eigentlich ganz klar. Was jetzt auch wieder vorbei ist. Okay, Stagewechsel mehr oder weniger. Wo hat er das Item jetzt her? Das habe ich gar nicht gesehen. Nein! Also ich habe das Item. Das habe ich gar nicht gewusst. Es ist leicht, Leute da aus der Stage zu werfen, aber man soll auch aufpassen, dass man selber nicht rausgeschmissen wird. Aber wir haben ihn, Leute. Ja, okay. War jetzt nicht so schwer. Wir sind zwar zwei, dreimal gestorben, aber an sich nichts Unmögliches. Hat auch gepasst. War auch die Ass, die ich am zweitschnellsten besiegt habe. Wir schauen uns doch schnell an. Schwertangriff erhöht, ja. Okay. Macht das nicht Fei auch? Das verwundert mich jetzt. Macht das nicht Fei auch? Oder was macht ein Fei? Verstärkt Spezialstandard? Nee. Aber der ist sowieso da. Stimmt schon. Wir stärken den mal. Wir haben ein bisschen was bekommen. Vier davon haben wir jetzt. Der hat Angriff, ne? Brauchen wir eigentlich nicht so dringend. Brauchen wir eigentlich nicht so dringend. Aber okay. Dann hat den auf jeden Fall ein bisschen abgelevelt. Der kann man auf jeden Fall gebrauchen. Auch wenn er von den Angriffen schon
viele haben. Die Truhe und eine neue Musik. Meldimons aus Galaxy 2. Wir hören es mal rein. Schau, ob ich mich erinnern kann. Ist anscheinend irgendwas, entweder ein Schloss, eine Festung oder sowas in der Wüste angehaucht ist. Ich habe Galaxy 2 jetzt schon lange nicht mehr gezockt, wie der da reinpackt in die Truhe. Also, aber kommen wir schon so ein bisschen vor. Peach! Peach möchte sich uns stellen. Angriff passt hier ganz gut. Wir können hier mal schauen, was der uns auswählt. 7000. Okay, der erhöht, die erhöhen uns auch die Schwertkämpfe, ne? Aber das ist halt eine Ass, ne? Aber momentan sind wir die am besten aufgestellt, weil wir haben knapp 7000 Punkte jetzt schon. Dann nehmen wir das da. Oder brauchen wir versteckt Spezialstandard? Wir haben zwei Assen jetzt, ne? Ja, Feuerböen brauchen wir, glaube ich, nicht. Dann nehmen wir das da und erhöht eigene Sprungkraft. Machen wir das mal. Gefällt mir eigentlich. Dann schauen wir noch. Gewinne den Kampf und befreie den Kämpfer. Ah, keine Spezial. Ah nee. Bei Kämpfen sind sowieso die spezielle Sachen. Also bei Charakteren, die man freischalten muss. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich habe die offline sowieso noch nicht freigeschalten. Deshalb kommt die mir jetzt gerade recht. Und hier sollte ich diesen Down Smash eher weniger benutzen, weil das ist die Map, wo man sehr leicht runterfallen kann. Und bei irgendjemanden, gegen irgendjemanden habe ich da schon mal gekämpft und da bin ich halt dann leider sehr leicht runtergefallen. Allerdings sind hier in der Mitte kann man das ruhig machen. So, die schwebt aber relativ häufig. Das ist was, was mir gar nicht gefällt. Die kann immer auf dem Boden bleiben. So abgehoben wie die ist. Aber wenn man genug die meiste Zeit wartet oder den besten Moment abwartet, dann kriegt man sie auch relativ einfach. Ja, genau. Scheiße. Ja, okay. Ich wollte es noch unbedingt mit den aufgeladenen Smash machen, aber gut. So geht's natürlich auch. Ordentlich Lernjuwele wiederhalten. Ja, moin. Und ein Bassnacks natürlich auch. So, dann haben wir Peach auch freigeschalten. Jetzt haben wir, glaube ich, nur noch die Legende, die da wartet, ne? Ich möchte das Schloss halt schon gerne abschließen. Mit allen Gegnern, ne? Deshalb hätte ich gesagt, Leute, wir stellen uns der Legende, unserer ersten Legende und wahrscheinlich auch nicht der letzten. Gut, der hat keine Spezialfähigkeit, das heißt, wir können da mal. Ja, wir können gleich bei dem da. Wir schauen uns mal an. Erhöhte Feuerexplosionsabwehr für Gegner. Der Gegner verfügt über Feueratem. Feueratem, sagst du? Ja, okay. Dann hätte ich gesagt, wer macht mich noch schnell? Oder ist das da? Voll Explosivabwehr. Da kommt er uns recht, ne? Da kommt er uns gerade recht. Perfekt. Dann möchte ich den aber gerne nochmal upgraden, wenn das erlaubt ist. Weil mit Level 9, ne? Obwohl der eben schon die Weiterentwicklung ist. Aber okay, 64 ist ja dann auch schon viel besser. So, das passt.
vor ein Explosionsabwehr. Das ist ja perfekt, dass wir den haben. Haben wir noch mehr was gegen Feuer? Kampf gegen Kreatur ist nicht so meins. Macht den Mund gegen Hinfallen, Beben. Bananen. Verringert Schaden durch Feuerböen. Aber etwas, was noch mehr Feuerschaden verursacht, haben wir nicht, ne? Hätte ich gesagt, nehmen wir. Was macht die? Feuerböen. Feuerböen haben wir aber nicht, ne? Das heißt, wir nehmen halt die und. Was macht der? Durch Nahkampf. Sonst machen wir einfach mal das wieder. Die Items werden in unserer Nähe angezogen. Oder wir schauen jetzt 7100 Punkte und wenn wir den nehmen. Ja, okay, dann ist das so wie ich gesagt habe, dann schon ein bisschen bei. So, okay. Ich würde das gerne gleich mit Peach probieren. Allerdings ist es eine Legende, ne? Und damit immer 9 Kara reinzugehen, die ich erstens nicht mag und zweitens noch nie gespielt habe. Das ist halt schon eine Herausforderung. So, und der macht ordentlich Schaden. Ja. Das haben wir sogar überlebt. So, ich habe so einen Down Smash gemacht, aber ist gestorben. Und wir haben ordentlich Schaden kassiert. Ordentlich, Leute. Ich glaube, das ist nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Ich glaube dann. Naja, vielleicht ist es so dumm wie Mewtwo. Darauf schließe ich jetzt einfach mal. Ich meine, es ist ein. Ich meine. Was willst du? What? Okay, Down Smash funktioniert überhaupt nicht. Jetzt bin ich im Bedrängnis. Down Smash funktioniert bei denen überhaupt nicht. Jetzt habe ich ein Problem. Ich kann halt auch probieren mit diesem Feueratem zu beginnen. Allerdings sind wir jetzt schon wieder down. Ich mach mal die Taktik von Glurak und setz auch Feueratem ein. Zwei Slots verbraucht er. Okay, wir sind aber immer noch von den Punkten her gleich. Also, diese Feuerparty, die hier abgeht. Ja, also das klappt, wie man sieht, schon deutlich besser. Aber jetzt ist der Feueratem auch schon wieder vorbei. Und so dumm wie ich bin, laufe ich auch ins ganze Feuer rein. Der war auch, der schon bei 90%. LOL. Nein, ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Leute, wir haben hier 24 Minuten Aufnahme und haben eine Ass. Ich hoffe, ich glaube, wir haben eine Ass besiegt, ne? Und eine Legende. Es gab Zeiten, da habe ich in dieser Zeit noch nicht mal eine Ass besiegt. Und es ist einfach schon wieder passiert. Glurak oder Ho-Oh
hat sich selber umgebracht. Was geht hier ab, Leute? Er ist in diesen Feuerstrahl rein geflogen. Also, ihr würdet oder ihr werdet mich bestimmt wieder hassen, ne? Bekommen wieder 4 Maxi-Snacks, Alter. Weißt du was? Das gönne ich gleich Gordon. Ihm gönne ich das jetzt. Weil ich glaube, ohne ihn hätten wir das nicht so einfach hinbekommen, ne? Vor Explosionsabwehr. Ohne ihn wäre das schon ein bisschen schwerer geworden. Das heißt, Bro, du darfst dir gönnen. Und dann noch, ja, 81. Freust dich, ne? Hier können wir Chips auch stärken. Kann ich jetzt schon Geister rufen? Das würde mich jetzt interessieren. Aber ich werde wahrscheinlich noch nicht genug Chips haben, ne? Bereit zum Rufen! Wir können, wer ist denn das? Springman, ne? Aus Arms. Aber ich bin am Überlegen, ob ich nicht sparen soll, weil, wie wir hier sehen, er ist halt nur Profi, ne? Und auf eine Legende zu sparen, würde da glaube ich schon mehr Sinn ergeben. Wir können ja einmal Prima und einmal entweder Prima oder einmal Sub kaufen. Oder Sub eben. Wir dürfen uns das aussuchen, was der wird. Shadow Man oder Shinobu. Also ganz check ich das System noch nicht. Aber wir machen es auch noch nicht. Ich hätte gesagt, wir sparen auf einen besseren. Und dann, ja, wenn ihr euch wieder mal verarscht vorkommt, könnt ihr es gerne wieder mal schreiben. Ich weiß, der letzte Part, wo ich die Ass besiegt habe, da hat es schon ordentlich Wiedergabezeit gegeben. Also, naja, wir sitzen aus bei der Legende, Leute. Wenn ihr gespannt seid auf das Finale im Lavaschloss, wer auch immer der Boss sein wird, dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Daumen hoch geben, dann kommt der Part garantiert schneller. Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to one.